wurde eingebrochen bei Montana Belek zu Hause. So, Chat, ich muss jetzt leider etwas gezwungenermaßen machen, was ich... Chat, in mein Auto wurde letzte Woche tatsächlich ja auch eingebrochen. Ganz kurzer Real Talk an der Stelle. Mein Auto wurde aufgebrochen. Die haben hinten die Scheibe rechts eingeschlagen, die Tür aufgemacht und tatsächlich nichts geklaut. Also man muss sich vorstellen, es war vorne einfach eine Amazon-Giftcard drin, im Wert von 100 Euro, eine Google Play-Card. Welches Auto von den 10? Leider mein Lieblingswagen, der GT63 AMG S mit 640 PS, ja. Und es war, man hätte auch Navigationssystem und sowas und Lenkrad ausbauen können, aber die haben das nicht geklaut. Ich glaube sogar, ich hatte Bargeld irgendwo drin liegen. Also es ist nichts, es ist einfach nichts geklaut worden. Und diese Scheibe hinten beim GT63, ja, diese Scheibe hier, warte mal, ich guck mal kurz, ob ich ein passendes Bild finde. Hier, die haben diese Scheibe hier, ach, ihr seht das gar nicht, diese kleine Scheibe hier vorne, die haben sie eingeschlagen. Also quasi das hier, das ist eingeschlagen worden, weil hier, wenn man einschlägt, hier, wenn man einschlägt, hier, wenn man einschlägt und vorne und hinten, macht's einen Alarm. Nein, danke. Das ist crazy, weil hier die Scheibe macht keinen Alarm. Die haben aber nichts geklaut. Die haben nichts mitgenommen. Die haben nichts geklaut, gar nichts mitgenommen. Ich hab's nicht verstanden. Ich weiß nicht, wieso. Es mussten Profis gewesen sein. Und die kleine Scheibe ist ultra teuer. Keine Ahnung, das war natürlich jetzt ein bisschen blöd, aber zum Glück habe ich das repariert bekommen. Ja, das ist die Story, wie in mein Auto eingebrochen worden ist. Du hast noch das Bild. Was für ein Bild, was meinst du? Was für ein Bild denn? Achso, ja, warte mal ganz kurz. Hab ich dir ein Bild geschickt? Einfach eingeschlagen, meine Scheibe. Einfach kaputt. Einfach meine Scheibe kaputt geschlagen. Schade, Mann. Aber gut, danke, Merlin. Pascal, Kuss, danke für den Gifted. Ja, aber gut, nichts kaputt, alles gut. Dementsprechend, Dekin, hast du jetzt hier einen neuen Upload, wie mein Auto eingebrochen worden ist. Perfekt. Fingerabdruck gibt's ja auch noch. Ja, Polizei war halt da und die haben halt nichts gemacht. Also die meinten halt so, ja, Anzeige gegen unbekannt, aber jetzt, wenn da nur ein kleiner Sachschaden ist, dann machen wir nichts. Also dann können wir da nichts machen und dann sind die wieder abgefatzt, ne? Ja. Wenn jetzt was geklaut worden wäre, wäre es was anderes geworden. Genau. So, Monte wurde eingebrochen. 100.000 Euro Schaden. Schauen wir mal rein. Was ich eigentlich mir und euch ersparen wollte, ich habe mich gerade an den PC gesetzt, wollte eigentlich ganz normal streamen und habe gestern eigentlich auch alles dafür getan, dass ich das jetzt nicht machen muss. Aber viele Fragen gerade schon und ich will jetzt auch nicht einen auf Geheimniskrämerei machen. Geheimniskrämerei? Da einige Schmutzblätter, Wischblätter das schon veröffentlicht haben. Also ich finde Promi... Ja, es stimmt, es wurde gestern in meinem Haus eingebrochen. Also das ist gestern passiert. Krass. Ich habe gestern Abend gestreamt und habe ganz normal weitergemacht wie bisher. Man hat es mir vielleicht nicht angemerkt. Ich möchte an der Stelle ganz kurz eine... Hey, während ihr gestreamt habt, wurde eingebrochen. ...eine Sache sagen und das werde ich auch anwaltlich prüfen lassen. Ich habe gestern extra bei der Polizei nochmal angerufen und ihr seid unfähige... Ich habe gestern extra bei euch angerufen davor, okay. Und ich habe darum gebeten, dass das nicht an die Presse geht. Und irgendein Hurensohn, ob von der Polizei, sei mal dahingestellt, das weiß ich nicht, hat sich nicht dran gehalten und hat schnelle Mark gemacht und das der Zeitung verkauft, whatever. Also ganz ehrlich, nicht mal mehr auf... Unprofessionell, oder? Die Polizei kann es nicht verlassen, Digga. Ich habe gestern extra noch angerufen und gesagt, bitte das nicht öffentlich machen. Ich habe keine Lust. Ich will einen Haken hintermachen und gut ist. Und ohne irgendwas, Digga, zack, heute in der Zeitung. Mann, ich setze mich hier gerade in meinen Stream und will einfach in Ruhe streamen. Und irgendeiner von den Behörden, von den Unfähigen, hat das weitergetragen. Es wird muss ja Polizei gewesen sein. Oder der Einbrecher hat eingebrochen und das dann diese Story noch an die Bild-Zeitung verkauft und gesagt, ich habe da eingebrochen. Das wäre so smart, das wäre klug. Zum Kotzen, Digga. Also, die Kurzfassung, ich habe keinen Bock, da jetzt so lange drüber zu reden, Digga. Für mich ist das Ding abgehakt.
Die Kurzfassung ist, der Typ, es war eine Person, hat über mehrere Tage mein Haus ausgekundschaftet, stand seit gestern Morgen 5 Uhr vor meinem Haus, vorweg mit einem Auto mit geklauten Kennzeichen. Zumindest ist es das, was ich von meinen Nachbarn gehört habe. Auch da nochmal ein Gruß und einen Kuss an die Polizei. Ja, ich habe 2 Stunden lang alle Videoaufnahmen gesichtet mit meinem Sicherheitsmann, um die Kennzeichen jetzt das Fahrzeug rauszubekommen. Dann erzählt mir meine Nachbarin, dass sie mit der Polizei schon geredet hat. Ach Mann. Weil, jetzt kommt's, als der Einbrecher weggefahren ist, hat er fast einen Passanten totgefahren, überfahren. Weil er so in Flucht gefahren ist, hat er fast einen über den Haufen gefahren. Und hat dabei hat der Passant... Einbrecher, so ein Pepega, er klaut Sachen, die null wert sind. Ist es so? Hat sich das Nummernschild gemerkt und hat die Polizei angerufen. Und dann hat die Polizei das Kennzeichen gecheckt. Und die Kennzeichen wurden angeblich, mir wurde es weder bestätigt, doch irgendwas, als gestohlen gemeldet. Also waren wohl als gestohlen gemeldet. Ja, dann habe ich gestern 3-mal bei der Polizei angerufen. Kannst du dir vorstellen, Digga? Ich bin der Idiot, bei dem eingebrochen worden ist. Und ich gucke mir die Videomaterial an. Man muss aber auch dazu sagen, also ich kenne das ja. Mont und ich zahlen ja beide Höchststeuersatz. Und wenn man der Höchststeuersatz zahlt, dann hat man eine direkte Durchwahl zur Polizei. Also wenn ich zum Beispiel jetzt im Club, sage ich mal, Stress habe, dann kann ich sofort auf Kurzwahl die 113 rufen, ja, und komme sofort durch und dann kommen direkt die 10 besten Polizisten der Umgebung und helfen einem. Das hat man aber nur, wenn man halt so viel Steuern zahlt wie Mont und ich. Und scheinbar ist das, also das Team der Zweiklassengesellschaft in Buxtehude oder wo auch immer der gute Mann jetzt wohnt, nicht so gut tatsächlich. Schade, die 113, genau. Da dürft ihr aber als Geringverdiener gar nicht anrufen. Also wenn ihr jetzt als Geringverdiener die 113 anwählt, die Polizei quasi für die reichen Leute, dann kommt ihr sofort ins Gefängnis. Also die wissen, wenn ihr anruft, ob ihr über 250.000 im Jahr verdient oder nicht. Genau. Und die unfähige Alte bei der Polizei kann mir nicht sagen, ob da die Kennzeichen geklaut sind oder nicht. Datenschutz, ja, ich scheiß auf Datenschutz, Digga. Was für Datenschutz? Die 420 könnt ihr auch anrufen, ja. Ja. Das kann mir doch sagen, ob die Kennzeichen geklaut worden sind oder nicht. Was los? Ich habe hier eine dicke Alarmanlage, ich habe alles safe. Gestern, er hat ausgekundschaftet, stand seit 5 Uhr morgens vor meiner Tür. Gestern war eine Situation, Agatha ist losgefahren und hat Sachen für mich erledigt. Ich saß hier alleine mit ihrem Bruder Kylo. Dann habe ich mich spontan dazu entschlossen, dass ich zum Friseur fahre. Und inshallah habe ich in dem Moment richtig gedacht, das ist das Einzige, was mir wehtut. Alles andere ist mir scheißegal. Zum Glück habe ich Kylo mitgenommen, Digga. Denn ich gehe nicht davon aus, dass jemand, der hier einbricht, Interesse daran hat, meinen Hund zu quälen. Aber alleine schon, dass der Hund alleine in dieser Situation gewesen wäre, hätte mir sehr wehgetan. Auf jeden Fall bin ich dann losgefahren. Und genau in dem Moment, wo ich losgefahren bin, konnte ich dann später an der Kamera sehen, ist der Einbrecher, die einzelne Person, auf mein Grundstück gegangen. Agatha, ich hatte Agatha angerufen. Sie ist 10 Minuten, nachdem ich losgefahren bin, oder 15 Minuten, nachdem ich losgefahren bin, wiedergekommen. Da war der Einbrecher aber schon wieder 5 Minuten weg. Ich muss an der Stelle sagen, theoretisch gesehen hat sich der Einbrecher ganz gut vorbereitet. Er war maskiert, also Mundschutz. Ich habe die ganze Mundschutz, auch wichtig. Der hat eine FFP2-Maske getragen wegen Corona. Das finde ich sehr korrekt. Das finde ich sehr korrekt. Also das muss man auch sagen, jetzt Monte von kriminell zu kriminell, dass Marcel da nochmal Lob ausspricht, finde ich sehr gut. Anders korrekt. Bilder auf dem Handy. Dann hat er sich, und Scheiße, natürlich Chat, Alter. Ab jetzt muss ich leider, wie soll ich sagen, ab jetzt muss ich leider dann noch mehr Vorsicht walten lassen. Ab jetzt werde ich es machen. Jedes Mal, wenn ich aus dem Haus gehe, werde ich meine Rouletten komplett runter machen. Mein Gott, Digga, in was für einer Welt leben wir, dass man es so machen muss. Okay, gut, wenn es so sein soll, dann soll es so sein, Digga. Also mein Haus war für 10, 15 Minuten tagsüber leer. Und natürlich, sind wir ganz ehrlich, Chat, ihr würdet es auch nicht machen. Wenn du 10, 15 Minuten tagsüber aus dem Haus bist, ist nicht deine Alarmanlage scharf. Also du gehst zumindest davon aus, dass du sie tagsüber 10 bis 15 Minuten in dein Haus alleine scharf machen musst. Ich bin dann losgefahren und derzeit ist der Einbrecher hier reingegangen, ist gezielt hinten auf meine Terrasse gegangen, hat mit dem Hammer die Scheibe eingeschlagen, ist direkt hier in den Zockerkeller gegangen, der stand gestern noch genau da, ist hier ans Regal gegangen. Das Regal sieht wieder prall gefüllt aus, aber die Abteilung, die Abteilung, die Abteilung und die Abteilung war komplett leer. Und da fängt dann halt, das muss ich auch an der Stelle einfach mal sagen, da fängt dann auch an, meinen Respekt aufzuhören bei dem lieben Herrn Einbrecher. Denn sei mir nicht sauer, ich bin mir sehr sicher, dass du jetzt gerade vielleicht sogar live zuhörst. Oha, ja, es muss ja ein Zuschauer gewesen sein, ne? 15 Minuten Friseur, ja, kurz auf Seiten auf Siffi und dann ist gut, alles auf Null. Der Respekt gegenüber dem Einbrecher hört auf, das ist wichtig. McTommy, dankeschön. Der Einbrecher hat über sein Geklautes ein TikTok gemacht, so gottlos. For real? Oh mein Gott, Digga, wie dumm kann man denn sein?
Also der wird ja safe gecatcht werden. Der wird ja safe gecatcht werden. Wie kann man denn so stupid sein? Du warst gut vorbereitet. Das, die Props kann ich dir an der Stelle vielleicht auch geben. Aber da unten standen gestern meine Call of Duty Spiele. Unter anderem Call of Duty Ghosts. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du davor standst, war alles cool für dich. Aber du hast einfach wahllos irgendwelche VGAs mitgenommen, Digga. Wo der Sammlermarkt, um die zu verkaufen, sowas von gering ist. Ich bin mit den ganzen Sachen... Der hat das Falsche geklaut. ...connected und alle Sammler, egal ob national in Deutschland oder international in den USA, wissen Bescheid. Ich hab denen die Spieleliste geschickt. Die Dinger wärst nicht los, Bruder. Digga, du musst dir vorstellen, da ist ein Typ, der bricht einfach ein und klaut Black Ops 2. Digga... Wie kann man, Maestro Sabab, Kuss, Digga, wie kann man so lost sein, Digga, da bricht einer ein und klaut Black Ops 2, Junge, what the fuck, man, als ob man nicht irgendwie mal hochgeht und versucht eine Uhr auf Schnappschrapp oder sowas, Digga. Ich wüsste nicht, wo du die loswerden solltest, Diggi, keine Ahnung. Oder den PC. Was du damit machen willst. Hä? Wenn du die privat zu Hause ins Regal stecken willst, dann viel Spaß damit, Digga. GameStop oder Flohmarkt. Aber verkaufen tust du die nicht. Er war gut vorbereitet. Bin ich ganz ehrlich, er war gut vorbereitet. Er hatte alles dabei, was er brauchte. Aber als ich dann gesehen habe, dass er meine Spiele geklaut hat, Digga, die gefühlt so selten sind wie irgendwie ein Van Gogh oder die Mona Lisa, Digga, das habe ich nicht verstanden. Woher hat er die Adresse? Ey, Bruder, tut mir leid, er hat mir keinen Zettel im Briefkasten eingeschmissen, wo die Erklärung drin stand, wie er mein Haus gefunden hat. Der Typ kommt dahin, 60 Sammlerspiele. GameStop-Mitarbeiter, 200 Kilo, guckt ihn an. 20 Euro. Digga, hallo? Und das Geld dahinter? Draufgeschissen auf das Geld, Digga. Weißt du, also es ist jetzt nicht so, als wenn ich damit, dass ich mich darüber freue, dass bei mir eingebrochen worden ist. Aber am Ende des Tages, Digga, es hört sich doof an, aber am Ende des Tages, bei mir wurde schon mal eingebrochen. Mehr kann ich in meiner nicht alten Wohnung. Das heißt, ich bin nicht mehr ganz so geschockt gewesen wie beim ersten Mal. Traurigerweise, muss man das so sagen. Am Ende des Tages muss ich es auch so sehen. Ich werde dadurch weiser und schlauer. Und natürlich habe ich meine Alarmanlage scharf gemacht, wenn ich aus dem Haus gegangen bin und wusste, ich bin jetzt für 2 Stunden weg und da ist niemand. Sind wir ganz ehrlich? Bruder, ich war für 10, 15 Minuten aus dem Haus. Ich wusste, in 10, 15 Minuten kommt Agatha wieder. Und Bruder, normal machst du dann die Alarmanlage halt nicht scharf, Digga, tagsüber. Jetzt habe ich dazugelernt. Auf jeden Fall hat er einige meiner VGAs geklaut. Gar nicht alle, sondern einige. 2 Stück sind ihm auf den Boden gefallen, die hat er nicht mal aufgehoben. Und dann ist er wieder aus dem Haus geflüchtet. Wer klaut denn VGAs, Mann? What the fuck? Also, ich kann euch gerne ein Bild zeigen, wenn ihr wollt. So sieht das Ganze aus. Scheibe kaputt. Ja, und mehr kann ich euch nicht zeigen. Ich könnte euch auch noch ein Bild von dem Täter zeigen, aber der ist maskiert. Ich denke mal nicht, dass man ihn sowieso erkennt. Nee, ich darf ihn nicht zeigen, Chat, wegen laufender Ermittlungen. Das teure Pokémon wurde auch geklaut. Also, das ist auch etwas, was ich euch nicht gesagt habe. Und ich glaube, so wie der Einbrecher die Spiele mitgenommen hat, hat er gar keine Ahnung gehabt von den einzelnen VGAs. Ey, ist das vielleicht einfach wirklich ein Zuschauer wahrscheinlich, oder? Also einfach so ein Fan, der sich darauf jetzt einwichst. Kann das sein, dass es einfach so ein kranker Fan ist, der einfach Bock darauf hatte, weil er halt irgendwie damit so flexen will oder so? Das Einzige, was er sich gedacht hat, dass er halt direkt in das Zimmer gegangen ist. Also, wer Marcel kennt, der weiß, dass er auch keine großartigen Wertgegenstände, so Uhren und sowas zu Hause hat. Aber, keine Ahnung, ich würde doch eher Klamotten oder sowas klauen oder Elektronik als diese VGAs, ne? Ist, dass sie wertvoll sind. Und natürlich waren da 1, 2 wertvolle Spiele dabei. Aber so wie er sie mitgenommen hat, habe ich gemerkt, dass er von den Spielen selber keine Ahnung hat. Denn er hat Spiele stehen lassen, die das doppelte Wert waren. Bruder, er hat die komplette Call of Duty-Reihe mitgenommen. Black Ops 2 in 95, Modern Warfare 2 in 90. Digga, die habe ich mir gekauft für meinen emotionalen Wert. Die sind ein paar hundert Euro wert, Digga. Ein Tausender vielleicht pro Stück. Hä? Dafür brecht man doch nicht ein. Und die Dinger wirst du nicht los. Die haben Seriennummern. Jedes einzelne zertifizierte Spiel hat Seriennummern. Die Polizisten meinten ja, vielleicht will er die ja auch nur auspacken und spielen. Imagine, Digga, der packt die aus und spielt die. Wahrscheinlich, Digga. Dann ist der Täter abgehauen, der hat 30 Meter von meinem Haus geparkt, stand seit 5 Uhr morgens mit seinem Auto da, hat in seinem Auto gepennt. Ich bin sogar an ihm vorbeigefahren, hab das Auto auch gesehen, aber
Ich habe halt auch nicht drauf geachtet, Digga, muss ich ganz ehrlich sagen. Und als der Täter abgehauen ist, hat er sich relativ auffällig verhalten und hat fast einen Passanten überfahren. Der Passant, so habe ich gehört, und muss es knapp gewesen sein, hat sofort die Polizei gerufen und den Wagen gemeldet und das Kennzeichen durchgegeben. Und das hat der Polizist, der meine Nachbarn befragt hat, mitbekommen und hat zu meinem Nachbarn gesagt, dass die Kennzeichen, die dort durchgegeben worden sind, geklaut worden sind. Ich rufe bei den Bullen an und frage nach, ob das stimmt. Keine Auskunft. Datenschutz hin oder her, Digga. Stimmt, oh mein Gott, Digga. Es ist ja ich bin ja so dumm. Ich bin so, Chat, bitte lacht mich jetzt, okay. Lacht mich jetzt bitte nicht aus. Aber ich dachte immer so, oh mein Gott, klar, man braucht ja ein geklautes Auto. Aber man kann ja einfach ein Kennzeichen klauen und dann tut man so, als wäre man wer anders quasi. Und sein Auto einfach benutzen. Wisst ihr? Hä? What the fuck, ja. Dass der Typ nicht das Auto geklaut hat. Monte war mit einem Auto unterwegs in die Garage und nicht das andere Auto abziehen, was irgendwo im Schlüsselkasten vorne ist. Wieso klaut man nicht das? Sag mir doch einfach, ob die geklaut worden sind oder nicht. Dann gehe ich nicht mit dem Gefühl ins Bett, okay, vielleicht kriegen wir ihm die Kennzeichen. Dann weiß ich, okay, das Thema ist schon wieder abgehakt. Hauptsache, er hat Mr. Eagles Haus dagelassen. Also, Chat, ich sag euch ganz ehrlich so, wie es ist. Auch wenn ihr immer Kappi-Mappi macht, ich würde mir jetzt mal ein bisschen Ernsthaftigkeit wünschen. Ich habe in diesem Haus natürlich Sachen, die einen gewissen Wert haben. Meine Streaming-Kamera, mein PC, das sind natürlich Sachen, die einen gewissen Wert haben. Das sind aber keine Sachen, Diggi, die man klaut. Also, Buddy, dann klau halt meinen PC, klick auf die Transenpornos und hol dir einen drauf runter. Dafür wäre ich eingebrochen. Dafür wäre ich wirklich eingebrochen. Ist in Ordnung, Digga. Kein Problem. Aber das sind keine Sachen, auf die ein Einbrecher Lust hat. Ich habe keine Wertgegenstände hier im Haus liegen. Ich habe alles, genau aus dem Grund. Ich habe alles. Aber hier so Kameras und sowas, wisst ihr? In unterschiedlichen Schließfächern bei verschiedenen Banken. Ich habe nicht mal mehr selber die Schlüssel dafür, Digga. Weil ich da gar nicht rangehen will. Das ist meine Zukunft. Da gehe ich in 10 Jahren irgendwann mal ran. Das ist meine Absicherung, Digga. Ich habe hier keine wertvollen Sachen liegen. Das Einzige, was einen gewissen Wert hat, sind die VGAs. Da habe ich eben nicht zu Ende geredet. Das habe ich auch euch nicht erzählt. Ich erzähle es euch jetzt. Ich werde nicht sagen, welche Spiele etc. Aber 60% meiner Spiele habe ich entweder getauscht oder gehandelt mit anderen Sammlern. Egal, ob gegen Cash oder gegen andere. Das ist ja scheißegal. Meine ganzen geilen Spiele sind schon lange nicht mehr hier, Digga. Das ist Real Rap. Ich habe ungefähr 15 Spiele vor 2 Monaten zu einer Seite geschickt, die dort in die Versteigerung gehen werden. Es sieht für euch immer gleich aus. Ihr erkennt nicht, welche Spiele das sind. Aber die ganzen wertvollen Spiele, die sind Wallabila, ich schwöre auf Kylos Leben, schon seit 2 Monaten nicht mehr hier. Die wurden hier abgeholt und derjenige ist aus Europa hierher gekommen, hat die Spiele abgeholt. Der ist aus Europa bis nach Europa gefahren. Crazy. Crazy, Mann. Crazy, crazy, crazy. Und hat sie versichert mit Security in die USA geschickt. Dann ist dann aber 100.000 Schaden, ja oder nein. Ein Schaden zu betiteln bei Sammlerobjekten ist extrem schwer. Die Dinger, die ihr mitgenommen habt, können auch 5 Millionen in 10 Jahren wert sein, verstehst du? Du kannst keinen genauen Wert dazu sagen. Das war vielleicht ein Wert von, was ich bezahlt habe, von 60.000, 70.000. Das mag sein. Aber es ist scheißegal, Digga, weil er wird die Dinger sowieso nicht los. Ich weiß nicht, wo er die loswerden möchte. Und das ist etwas... Es soll sich jetzt nicht doof anhören, Digga. Scheiße. Aber lieber Einbrecher, hättest du bitte irgendwas anderes mitgenommen? Selbst wenn es nur eine Milchschnitte aus meinem Kühlschrank gewesen wäre. Die hätte einen leichteren... Weißt du, ich war auch mal kriminell. Ich habe auch Mist gemacht. Und vielleicht war es auch Karma, was ich zurückbekommen habe. Okay, aber lieber Einbrecher da draußen, ich weiß nicht, Bruder, vielleicht brauchst du ein paar Tipps, schreib mir bei Instagram. Ich weiß nicht, wo du die Dinger loswerden willst. Imagine, er verkauft sie einfach an Monte zurück. Und Monte kauft sie. Monte kauft sie einfach zurück. Ja. Es gibt keinen Schwarzmarkt für VGAs, Digga. Es gibt keinen Schwarzmarkt für VGAs, Brudi. Denn jede VGA, jedes Warterspiel hat eine zertifizierte Seriennummer, die zurückverfolgen ist. Und ich werde es trotzdem sagen, auch wenn ich mir ein Eigentor schieße, ist mir scheißegal. Selbst wenn du diese Spiele. Gibt es einen Graumarkt? Jetzt nimmst und zu den verschiedenen Firmen schickst, es gibt ja 3-4 Firmen, hinschickst und sagst, bewertet die bitte neu. Dann würden sie eine neue Seriennummer bekommen, ja? Aber auch die kenne ich alle. Und auch die haben von mir heute eine Liste bekommen mit den Seriennummern. Das Einzige, was dir bleibt, ist, jedes einzelne Spiel, ich gebe dir sogar eine To-Do-Liste, wie du es zu machen hast.
brech jedes einzelne Spiel auf, hol die Spiele raus, verpack sie neu, schick sie nach Amerika, um sie neu bewerten zu lassen. Ich wünsche dir viel Spaß. Aktuelle Wartezeit ungefähr ein halbes Jahr. Und in einem halben Jahr hast du deinen Cash in der Tasche. Wenn das deine Intention dahinter war, bei mir einzubrechen, um in einem halben Jahr... Auf nach Amerika. ...ja, eine müde Mark zu machen. GG, Glückwunsch, Digga. Natürlich habe ich mich gestern scheiße gefühlt und fühle mich auch heute nicht gut. Vom Gefühl her, dass jemand bei mir ins Haus eingebrochen ist. Und natürlich gibt es Momente, wo ich dann down bin. Das ist normal. Ich kenne niemanden, der sich geil fühlt, nachdem bei ihm eingebrochen worden ist. Aber ich mache weiter, so wie immer. Ich werde meine Erfahrung damit mit rausnehmen. Nicht nur die negative Erfahrung, sondern auch positive Erfahrung, um dran zu wachsen. Und die Situation. Die positive Erfahrung, wenn man ausgeraubt worden ist. Wir lieben sie. Zu verhindern in Zukunft. Natürlich habe ich keinen Bock, dass irgendjemand bei mir einbricht, aber ich werde da gar nicht zerbrechen, Digga. Das, was mich am allermeisten aufregt, und ich habe mich vielleicht eben im Ton vergriffen, das tut mir leid, aber ich habe extra gestern bei der Polizei angerufen und habe gesagt, bitte das nicht an die Presse mitteilen. Ich möchte meine Ruhe haben, meine Privatsphäre schützen, ich mache das Ding mit mir selber klar. Ja, kein Problem. Und Digi, ich lag bis eben gerade mit meiner Freundin auf dem Sofa. Ich starte spontan den Stream und die ersten Kommentare, die ich sehe, ist, stimmt das, was in der Zeitung steht? Und ich denke mir, what the fuck? Ich klick drauf, ist da ein scheiß Artikel mit. Junge, wie schnell. Und nein, um die Frage vorwegzunehmen, nein, diese Informationen, die in dem Zeitungsartikel stehen, kann kein Nachbar erzählt haben. Denn die einzigen Leute, und da ist der Punkt, deswegen muss es einer von der Polizei gewesen sein, die einzigen Leute, die wussten, dass Spiele bei mir geklaut worden sind, im Wert von 60.000, 70.000 Euro, die emotional den Wert für mich haben, die einzigen Leute, die das wussten, war die Polizei. Ich kann nicht mal als Person, Big Mac hat recht, ich kann nicht mal als Person des Öffentlichen... Egan schreibt, finde es krass, wie Stronger bleibt. Manche Menschen schaffen es gar nicht, in dem Haus dann zu leben und müssen ausziehen, weil das psychisch an die Grenze geht. Ja. Kann ich nachvollziehen, Mann. Also ich würde mir auch echt dumm vorkommen, wenn einer meine Wohnung einsteigt. Ich würde wahrscheinlich auch umziehen. Aber zum Beispiel ist es bei mir so, letzte Woche wurde ja mein Auto eingebrochen. Ja, ich habe mir dann halt einfach ein neues gekauft, ne? Nehm's den Bullen vertrauen, Digga. Wie traurig ist das? Und ich habe denen gestern sogar Getränke angeboten. Das bereue ich schon wieder, Digga. Waffke, danke schön. Kuss. Perfekt, Digga. Ein Traum. Nee, wirklich ein Traum.